Servus, mein Lieben. Ich habe endlich den Himmelsturm auf 100 geschafft. 97 war schon ein großes Problem. Aber selbst mit einer Kampfkraft von so 360.000 habe ich den gepackt. Und der Account ist auch nicht mal so alt. Ich habe den jetzt seit 2,5 Wochen, also so 2,5 Wochen, habe ich den Account und habe jetzt schon Himmelsturm 100 geschafft. Und auch ihr könnt das locker schaffen. Und ich zeige euch, das, wie das in dem Video funktioniert. Wenn euch das Video gefällt, freue ich mich über ein Like oder ein Abo. Ansonsten viel Spaß. Ja, moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und ich zeige euch jetzt erstmal die Units, die ich für den ganzen Himmelsturm genommen habe und wir fangen einfach mal bei Galeone an. Also insgesamt habe ich 4 Units gebraucht für den ganzen Turm und ich finde, er hat halt wirklich sehr, sehr hart gecarried und ich wüsste auch nicht, wer ihn ersetzen könnte, weil er macht halt diesen AOE Death Break und er macht ATK ab plus... Er macht halt noch die Cooldowns um 10 Sekunden runter, was halt schon wirklich ordentlich ist. Vor allen Dingen ist er halt auch mit meine beste Unit mit 112.000. Also der hat schon sehr, sehr viel gemacht, muss ich sagen. Ansonsten Chloe immer dabei gewesen. Ich finde, die ist quasi so ein Cheatcode mit dem Unsterblichkeit. Da habe ich manchmal einfach die kompletten Stages geklärt und war einfach durchweg unsterblich. Und ich finde, die ist auch essentiell. Bei Galeone kann man noch drüber reden. Wenn ihr keinen Galeone habt, könnt ihr vielleicht Helea nehmen, so zum Deathbreaken oder so. Aber ich würde dann schon eher gucken, dass ihr einen AOE Deathbreak macht, weil wir vor allen Dingen das mit Orbia gemacht haben. Ich weiß nicht, wie das mit Cleave und Kina so ist. Ich glaube, da könnte es ein bisschen schwerer sein, den zu clearen. Bin mir aber auch nicht sicher. Also ich bin da innerhalb von 1-2 Tagen war ich komplett von 50 bis auf 100 durch. Also das ging schon relativ zügig. Gab ein paar Stages, zu denen komme ich dann gleich noch, die ein bisschen knackiger waren. Ansonsten hier, ich habe mit Galeone gespielt, ich habe mit Chloe gespielt. Natürlich, Naomi darf hier auch nicht fehlen. Ich finde, mit der habe ich jeden Content gemacht. Ich habe Naraka geklärt, ich habe Turm 100 geklärt, ich habe die nie ausgewechselt. Ich habe damit einfach jeden Content gemacht, außer Seal vielleicht. Und ja, Werde macht zwar auch schon ganz gut Schaden, Argen macht zwar ganz gut Schaden, aber ich weiß nicht, ich finde normalerweise braucht man ihn nicht, weil man Naomi hat. Wie gesagt, ich konnte jetzt jeden Content clearen, vielleicht wird es später noch ein bisschen anders. Natürlich macht Argen auch noch mehr Schaden, aber ich habe auch Leute einfach im Raid mit Naomi ausgedamaged, ja. Und ja, man muss jetzt nicht unbedingt extra so gucken, so ich brauche einen Argen, ich brauche einen Argen. Also es geht auch wunderbar alles mit Naomi. Und für Turm 97 habe ich mir diesen Bruder hier gebaut und der hat ordentlich gecarried die ganze Stage, weil Chloe hat auf dieser Stage 97 nichts gemacht, außer halt gehealt und Unsterblichkeit. Braucht man jetzt aber nicht so krass, weil ich bräuchte eher was, was den ganzen Heal und sowas verhindert. Und da hat sich halt wirklich hier der Wind Yeti gut gezeigt, sage ich mal. Und Grüße gehen raus an Winston, wenn du das siehst. Danke für den Tipp. Weil er hat hier nämlich einen Healbreak drauf. Die Skills sind jetzt auch nicht so abartig teuer. Ja, ihr seht das jetzt nicht. Und auch ihr seht, 3 Mana kosten und der Heal auch 3 Mana kosten. Also er ist ein Healer plus er hat halt noch diesen Unheilbar. Und das hat halt wirklich die komplette Stage gecarried. Ich habe 10 Versuche gebraucht und dann hatte ich das Ding gecleared. Wie ihr das dann am besten cleared, sage ich euch dann. Ich kann leider keine Replays oder sowas machen. Da habe ich das, ich habe es vergessen aufzunehmen. Ich war da, sage ich mal, so ein bisschen im Fokus, dass ich das überhaupt schaffe. Weil es war nicht so einfach mit der Kampfpower, die ich habe. Ansonsten habe ich keine anderen Units benutzt. Außer halt, wie gesagt, Wind Yeti, Naomi, Chloe und Galeone. Was ihr als Ersatz für Galeone nehmt, müsst ihr mal gucken. Vielleicht ist auch der eine oder andere im Chat so nett und kann sagen, hey, nehmt das oder das für Galeone. Aber ich finde, er hat halt wirklich den Turm komplett gecarried. Schauen wir uns jetzt doch mal den Himmelsturm an, würde ich mal sagen. Dann gehen wir hier nämlich drauf, Himmelsturm, 100 von 100 clear. Und bevor ich euch die wichtigen Stages sage, ihr müsst immer darauf achten, dass ihr das richtige Element für den passenden Mob habt, weil sonst macht ihr wesentlich weniger Schaden. Und manchmal muss es aber so sein, dass ihr zum Beispiel, ihr greift ein Lichtmonster an, aber ihr braucht einen Deathbreak drauf oder relativ häufig, weil der irgendwie geglänzt wird, dann geht ihr natürlich mit Orbia mit Wind drauf, ja, weil die macht den Deathbreak. Wind ist auch mit eins der besseren, aber guckt immer, dass ihr im Elementvorteil seid, damit ihr so viel Schaden wie möglich macht. Hier haben wir Turm 100, das hier sind die ganzen Lichs und da gibt es einen sehr einfachen Tipp.
Ihr könnt die nämlich splitten. Ihr könnt eine Hälfte pullen und dann die andere. Weil wenn ihr zusammen alles macht, ist das schon relativ nervig. Vor allen Dingen, weil der sich halt immer unsterblich macht und sowas. Und der zieht alle zusammen und das wird halt wirklich ein Problem. Geht erst auf die linke Seite, lauft da am Rand lang, pullt die dann und klärt die dann weg. Und dann könnt ihr die anderen machen und somit solltet ihr keine Probleme mit Turm 100 haben. Ansonsten, wenn ihr alle auf einmal besiegen wollt, ist das halt schon wirklich relativ schwer, würde ich sagen. Aber ihr seht auch, meine Power Level ist mittlerweile 393.000, ist immer noch gefährlich, ne? Und ich sehe teilweise Leute, die haben 450k und die sind nicht ansatzweise so weit wie wir hier. Und ja, das ist aber auch der Mühe geschuldet. Also ihr müsst euch da wirklich dran hocken. Ihr könnt nicht denken, okay, ich mache das jetzt einfach mal. Ich packe jede Stage auf Anhieb. Also ihr müsst euch wirklich schon dran setzen. Vor allen Dingen, wenn es um die Stage hier geht, ja. Da müsst ihr halt dann als allererstes die Meerjungfrauen wegklären, dann die Holes und dann geht ihr auf die Feuerhexen hier hinten und dann macht ihr Camilla weg. Ganz wichtig bei der Stage ist, wenn ihr es nicht schafft, die Meerjungfrauen an dem Schild zu hindern und nicht direkt beide innerhalb von 10 Sekunden gekillt habt, dann resettet ihr. Weil dann schafft ihr es nicht mehr von der Zeit her, wenn ihr dasselbe Power-Level habt wie ich zum Beispiel, dann solltet ihr das nicht mehr von der Zeit her schaffen, das zu clearen. Ihr müsst wirklich hingehen, kurz warten, rennt rein, wartet, bis sie den ganzen Heal gewastet haben und wenn ihr dann denkt, okay, die haben alles benutzt, Deathbreak drauf, andere Debuffs drauf und dann versuchen einfach umzubursten mit Naomi. So sah, wie gesagt, mein Team aus. Ich hatte hier Naomi und ich hatte hier den Wind-Yeti und so habe ich das gemacht. Die haben jetzt natürlich hier keine Runen, deswegen ist es hier extrem low. Aber so sah das Team für diese Stage aus und ihr müsst euch da wirklich ransetzen. Das ist nichts, was man auf Anhieb schafft, außer man hat vielleicht 500.000 irgendwie. Aber jo, das war wirklich sehr, sehr anstrengend. Vor allem Camilla strippt dann halt die ganzen Debuffs von den Units und ihr habt da wirklich dann Probleme, die Deathbreaks aufrecht zu erhalten. Ich habe für den Hole und für die Meerjungfrauen habe ich Wind genommen und für Wasser, für die Feuerhexen habe ich dann Wasser genommen. Und dann für Camilla habe ich dann natürlich wieder Wind genommen. Deathbreak plus den Elementvorteil. Das war aber die schwerste Stage hier. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ihr euch mit dem Team ein bisschen ransetzt, habt ihr damit keine Probleme. Das sollte jeder von euch hinkriegen. Und dann gab es noch eine Stage, die relativ knackig war, wo ich auch ein bisschen dran gesessen habe. War hier 73 mit dem Ifrit. Da habe ich dann relativ schnell die Greifen ausgeschalten. Dann bin ich auf die Shannons gegangen und dann auf die Kürbisse, weil der Greif und die Shannons haben halt nervige Buffs auf den Ifrit gehauen, plus er hat noch Buffs geklaut und je mehr Buffs er hat, desto mehr Damage macht er auch, ja, und das ging dann, ich glaube, ich habe es 10, 20 Mal probiert, das Team sah so aus, also wie gesagt, das habe ich mit denen dann geklärt, habe dann den Feuerstab genommen, die zwei umgeballert und dann habe ich den Windstab genommen und dann habe ich mir einfach um den Ifrit gekümmert. Also bei dem müsst ihr aufpassen, der schallert schon ordentlich, der macht schon sehr, sehr viel Schaden. Solltet ihr noch irgendwelche anderen Fragen haben zu diesem Turm, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare, weil ich fand, das waren bis jetzt die schwierigsten Stufen hier in diesem Turm und ich kann euch das leider nicht zeigen, weil die anderen Charaktere, die kommen im Leben nicht so hoch. Da mache ich vielleicht nochmal ein Video dazu, damit ihr das nochmal zur Veranschaulichung habt. Ansonsten nehmt euch die Tipps zu Herzen, setzt euch einfach mal so 2-3 Stündchen hin und probiert das zu pushen. Ich fand, es hat relativ viel Spaß sogar gemacht, weil es halt mal ein bisschen anspruchsvollerer Content war. Ansonsten würde ich mich bedanken fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und sage ich ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.